Boing und willkommen zurück zu Pokémännchen. Jo gewünscht, was geht? Jo gewünscht, wo sollen wir? Wir sollen nach Herzhofen. Ich muss ganz gucken, wo Herzhofen ist. Ich glaube, das ist rechts lang. Ja, wunderbar. Schön, dass sie da auch direkt eine Fahne hin machen, dass man weiß. Ne? Ja, direkt eine Red Flag, wo man nicht hin muss, weißt du? Meinst du, du bist ein Red Flag? Ja, natürlich. Warum? Natürlich. Ja, in allen Bereichen, ne? Du embracest es quasi. Du embracest. Ja, frag mich, in welchem Bereich dann? Keine Ahnung. Ja, frag ich dich. So generell, würdest du sagen, du bist als Boyfriend, als Freund. Ja, ich bin ganz, ganz rotes Tuch bin ich für die Frauen. Was sind Red Flags bei dir, wo du selber sagst, dass das sind Sachen, die müsstest du... Red Flags? Ja. Bei Frauen? Nee, bei dir selber, wo du sagst, boah. Ach so, bei mir. Das ist nicht okay. Gut, was ich da mache. Dann geht's ja noch. Ja, weiß ich nicht, mein ganzer Lebensstil vielleicht. Also ich glaube, bei mir ist das so, also was ich bei Red Flag habe, ist bei mir, dass ich manchmal zu schnell wütend werde und dann nicht nachdenke. Mhm. Also ich habe wirklich das Problem, dass mich Sachen abfacken und dann muss ich das, daran arbeite ich tatsächlich, dass ich erstmal, ich brauche dann so meine 5 Minuten, um runterzukommen, um mich jetzt nicht drüber aufzuregen und Sachen zu sagen, die ich vielleicht gar nicht so meine. Das ist so mein negativster Punkt. Manchmal rege ich mich über, oder nervt mich etwas oder macht mich so wütend, dass ich manchmal Sachen sage in Wut, die ich gar nicht so meine. Und deswegen muss ich mich ganz oft bremsen. Okay. Also ich denke, was bei mir auf jeden Fall anstrengend sein könnte, sind die Stimmungsschwankungen dann. Ne? Also mal so ins Detail gehen hier. Ja, klar. Denke, das könnte nerven. Ne? Jetzt mal von der hässlichen Optik direkt abge... von der hässlichen Optik mal weg. Davon sehen wir mal ab jetzt, ne? Ja, klar. Das Offensichtliche. Ansonsten, ich habe Stimmungsschwankungen, ich bin depressiv, meine Krankheiten können vielleicht auch störend sein. Die Tatsache, dass ich arm bin, das kommt bestimmt auch nicht so super geil an. Ich glaube auch nicht, dass das so viele stört. Oh, Digga. Das arm sein, meinst du? Ja, klar. Natürlich. Also mir wäre es egal, ne, wenn meine Freundin arm wäre. Aber da muss man jetzt auch sagen, bei Frauen sind da meist ein bisschen anders drauf. Hm. Ich glaube, vielen Männern ist es egal, wie viel die Frau verdient. Hm. Also mir wäre es zum Beispiel scheißegal. Ja. Aber ich glaube... Wenn ich viel verdiene, ist das super. Und wenn sie nicht viel verdient, ist das auch scheißegal. Ja, aber ich glaube, Frauen sehen das anders. Na, es gibt ja auch manche, die sagen, ach nee, die Frau darf nicht mehr verdienen als ich. So, weißt du, weil ich mir denke, Bruder, wenn meine Frau 100.000 im Jahr machen würde, Digga, ich würde nur zu Hause chillen, den ganzen Tag kochen. Fick dich. Ich meine, du chillst doch eh den ganzen Tag zu Hause. Ja, aber du weißt, wie ich das meine. Ich würde den Stream nicht anschmeißen. Ich dachte, du machst das so gerne. Mach ich wirklich gerne. Das war ein Witz. War ein Joke. Lull. Witzig. Haben wir nicht als das erkannt. Haben wir nicht erkannt. Ja, nein. Ich meine das schon. Ihr seid ja auch alle humorbehindert. Digga, kannst du dieses Wort vielleicht nicht benutzen? Du hast recht. Das benutzt man heutzutage nicht mehr. Recht, Humor sagt man heutzutage nicht mehr. Nein, das andere, du hast schon recht, Bruder. Tatsächlich sagt man sowas ja nicht. Das hast du nämlich auch auf diesem Kanal, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gesagt. Humor? Wir sind ganz schwindelig, ja. Oh Mann. Ganz schwindelig werden wir. Wir sind aber auch witzige Typen. Muss man es einfach mal so sagen. Eigentlich nicht. Also in meiner Welt nicht. Ich glaube, dass unsere Dynamik das macht. Wir sind quasi Ernie und Bert. Du bist Bert. Definitiv. Nee, ich bin Ernie. Du bist definitiv Bert. Hast du mal gesehen, wie süß ich bin? Nein, aber hast du mal gesehen, wie schlecht drauf du bist immer? Ja und? Ist Ernie doch auch. Du bist quasi der Esel aus Winnie Pooh. Nein, ich bin Ferkel. Das haben wir schon geklärt. Ich bin Ferkel, Digga. Wieso? Du bist never Ferkel. Natürlich bin ich Ferkel. Wo bist du denn Ferkel? Ja, guck mal, Ferkel ist sau niedlich, ich auch. Ich bin ein typischer Ferkel-Typ, das ist ganz klar. Du bist entweder der Hase oder der Esel. Der Hase und der Esel, sag mal. Ja, das definitiv. Ich denke mal, das war's mit diesem Kanal. Er hat sie erledigt gehabt. Und ich bin Winnie Pooh. Oder Tigger. Könnte ich aber auch sein. Ich bin wahrscheinlich sein. Tigger. Ich habe auch einen langen Schwanz, weißt du? Ja, ich bin Ferkel. Digga, ich bin doch Ferkel. Du bist das sieht man doch. So ein kleiner Süßer. Überhaupt nicht. Weil ich ein kleiner Süßer bin, bist Mann. Bist du nicht? Das sieht jeder so. Nein, niemand sieht das so, Wollo. Nur du selbst. Kommentare. Bin ich Ferkel oder was? Eine richtige Red Flag hier gerade, meine Damen und Herren. Eine Selbstüberschätzung des Wollo Use. Selbstüberschätzung. Als wenn Ferkel jetzt ein krasser Typ wäre. Also krasser auf jeden Fall. Also krasser als der Esel auf jeden Fall. Und du bist der Esel. Und ich bin der Esel. Naja, der Esel hat halt die Welt gesehen, ne? Sagen wir mal so. Der Esel, ja, siehst du.
Also, sag mal ehrlich, er ist ja eher der Esel oder der Hase maximal. Vielleicht noch die Eule. Aber das war's. Ich will aber Ferkel sein. Dann muss ich mich halt zu Ferkel entwickeln. Dann ist das so. Ja, dann muss ich an mir arbeiten einfach. Du musst ein bisschen an dir arbeiten, damit du Ferkel bist. Bis ich Ferkel bin. Bis du Ferkel bist. Ich wette, Ferkel hat richtig viel Sex. Ferkel hat mehr Sex, als er pissen kann. Boah, bestimmt. Ja, oder? Ja, safe. Normal, Digga. Jede will Ferkel haben. Jede will Ferkel haben. Safe. Normal. Ja, also das halte ich wirklich für normal. Das ist hundertprozentig. Boah, wenn ich jemanden bumsen müsste aus dem... Boah. Aus dem 100-Morgen-Wald. Aus dem 100-Morgen-Wald. Wen würdest du bumsen? Wenn ich jetzt Chan von Applewhore wäre, würde ich ja sagen Christopher Robin. Aber ja. Ich glaube... Gibt es überhaupt was Weibliches? Das ist eine ziemlich sexistische Serie, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Da gibt es einfach keine Frau drin. Ist das deswegen so? Fahre ich das so gut. Na, aber ist das so? Spaß. Ich glaube, also ich... Warte, doch, Känguru. Oh ja. Die Kängurus sind doch beides weiblich. Oh ja. Ja, dann das Känguru. Das kleine oder das große? Das große, natürlich. Ja, ich weiß nicht, Kängurus machen mir nicht an. Die haben so einen fetten Hintern. Alter, das machen du hast auch einen fetten Hintern. Ja, und? Was heißt das? Nix heißt das. Ja, eben, siehst du, ganz genau, hast du gut erkannt. Weißt du, wie die Welt entstanden ist? Weißt du, wie die Welt entstanden ist, Wollo? Der liebe Gott hat gefurzt und dann kam Land mit. Das hat mein Opa immer gesagt. Hast du gemutet? Nee, ich wollte dich einfach nur schweigen lassen. Ich wollte dich kurz mit diesem Witz alleine lassen. Damit du merkst, wie scheiße der war. Ist von meinem Opa, Digga. Ja, und? Was war der Witz scheiße? Nein. Natürlich war der scheiße. Naja, aber so ist die Welt. Vielleicht, was weiß ich, wie die Welt entstanden ist. Ist mir auch egal, Mann. Hast du nie Big Bang Theory gesehen? Das hast du ja schon im Intro erzählt bei Big Bang Theory. Ja. Ja. Glaubst du daran? Ja, ist ja auch noch. Ja, klar. Was soll ich denn sonst glauben? Weiß ich nicht. Das ist der liebe Gott. Die erschirren mal in 7 Tagen. Glaub er nicht. Ja, ist mir. Glaube er nicht. Wollen wir mal googeln, wie die Welt entstanden ist? Ja, googeln wir mal, wie die Welt entstanden ist. Das würde mich mal interessieren. Dann wissen wir es endgültig, ne? Wenn Google sagt, dass es so und so entstanden ist, Erde entstanden. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entzündete sich das Material eines jungen Sterns. Die Sonne entstand. Dann unser Sonnensystem und damit auch die Erde. Eine Wolke aus Gas und Staub formte den Grundkörper. Glaube ich nicht. Ich finde das. Das klingt sehr weit hergeholt. Das Universum finde ich so ultra interessant, ne? Überleg mal einfach, du guckst so. Wenn du es wirklich so milliardenweit gucken könntest, ne, würdest du einfach in die Vergangenheit sehen. Wenn uns Aliens jetzt sehen würden, die milliardenweit entfernte Lichtjahre und sowas erstmal dran, die würden doch die Dinos sehen. Das ist so interessant. Findest du nicht? Hm. Okay. Merk schon. Der Follower lebt in seinem Tag. Guck gerne Star Trek. Gut, oder Doctor Who, da finde ich interessante Planeten. So, aber jetzt. Weiß ich, da ist ja angeblich nirgendwo was drauf, ne? Also von daher ist relativ langweilig. So Gesteinsbrocken sind da halt, ne? Ich weiß nicht, also das Universum. Kann auch einfach auf die Straße gucken, da ist Beton, kann mir vorstellen. Guck mal, so sieht der Pluto vielleicht auch aus. Boah, Wolle, wie kann man so uninteressant sein? Also, ja, wie kann man so interessant sein wie du, Wolle? Weiß ich, ja. Wie kann man so uninteressiert sein an sowas? Ja, keine Ahnung. Wieso hast du kein interessant Final Fantasy 7? Verstehe ich auch nicht. Weil das Spiel scheiße ist. Ja, siehst du das Universum auch. Da ist ja nix. Wie, da ist ja nix. Ja, da ist ja nix. Ja, wir überlegen doch mal, weil wir schweben einfach im Nichts. Wir sind einfach, dass wir existieren, ist einfach nur eine Chance von 1 zu 1 Million. Das ich glaube, die Chance ist kleiner. Das ist wahrscheinlich, dass der HSV aufsteigt, Alter. Was steigt auf? Der HSV. Ich dachte gerade, der Hass steigt auf. Der HSV, na ja, gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir Aliens erleben. Ja, ne? Ja, das sehe ich nämlich auch so. Ach, was ich viel, viel spannender manchmal finde, ist, ne, wie es denn sein kann, also wie es wirklich sein kann, dass es uns gibt, dass das alles so funktioniert. Ja, oder nicht? Das wie einfach funktioniert. Ne? Wieso funktioniert das? Wieso? Kann ich pinkeln und sowas? Ich meine, ich kann nicht mehr gut pinkeln, da passt auch irgendwas nicht, aber ich traue mich nicht zum Arzt zu gehen. Aber wieso geht das grundsätzlich?
Ja. Wie geht das? Wie funktioniert das immer? Aus dem Nichts. Wie kann das sein? Ja, das finde ich auch. Genau, so ist das nicht. Aus dem Nichts ist das gekommen. Es muss ja irgendwie losgegangen sein mit irgendwas. Aber das funktioniert. Guck mal hier, der Typ da zum Beispiel, der Fettsack. Der kann auch auf Toilette gehen, der kann essen, der kann. Warum können wir sehen, Digga? Ja. Und hören. Ist das nicht überkrass, dass wir sehen können? Und hören, ja, es ist alles ultra interessant. Das ist alles ultra interessant. Wieso können wir das? Und genau, genau sowas meine ich. Sowas interessiert mich so hart, Wollo. Mich nicht. Gar nicht? Nicht, die Antwort ist mir egal. Boah. Ich denke nur so auf das Ding. Da denke ich mir auch meist nur, wenn ich bekifft auf dem Sofa liege, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann bin ich eigentlich auch. Relativ egal. Ich glaube, ich bin dauerbekifft, weil ich mir so eine Frage oft stelle. Ich bin tatsächlich dauerbekifft, aber ich stelle mir die Frage nicht andauernd. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre ja fürchterlich. Nee. Wie denkt ihr darüber? Schreibt mal in die Kommentare. Das würde mich ja wirklich interessieren. Also jetzt mal no joke. Wie sollen die darüber denken? Denkst du jetzt, wir haben hier ein paar Flat-Earthler, die uns erstmal erklären? Nein. Erstmal, das ist sowieso wild. Weil das finde ich immer voll, das finde ich voll interessant. Dass Leute sowas wirklich denken. Dass sie da so dumm sind. Nein, ich finde es eher, also wenn man sich jetzt zum Beispiel was anguckt, ne, wo Leute dann sagen, warum sie das denken, oder diese ganzen Theorien aufgestellt, ne? Ja. Ich finde das immer voll interessant, wie Leute dann darauf kommen und warum die das glauben. Ja, das finde ich auch interessant. Auch. Mir macht das voll viel Spaß. Also Leute tun ja immer so, als dürfte man sich sowas nicht mal angucken. Nee, angucken. Das ist schon ein halbes Verbrechen. Aber es ist halt dumm. Aber wir haben doch kein Bidizer mehr, wir haben noch ein Bidifass, was wir mit einem Bidizer sagen. Ich bin ja sauer. Ja, ich meine, man muss das ja nicht glauben. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass Leute das glauben und warum die das glauben und was sie so als Beweis sehen und so. Ich finde das immer spannend. Warte mal, braucht man. Finde ich halt spannender als die Wahrheit. Weil die ist langweilig. Brauche ich gar kein Pokémon wie Bidifass? In weiß meiner nicht, Party? Digi. Mehr? Ist das mittlerweile so? Oh mein Gott. Mittlerweile, 2022, einfach schon. Guck mal, das ist auch krass, ne? Wie die Menschheit jetzt schon so weit ist, dass man keinen vor allem Sklaven mehr braucht, 2022. Ja, das ist wirklich wild. Dass sowas geht. Excuse me, wir haben 2022. Jetzt gehabt. Ja. Jetzt das Meme? Nee, aber das gibt's doch eigentlich mit jedem Jahr, gefühlt. Ja, aber es war ja, excuse me, wir haben 2022, das war das Original. Danach hat sie natürlich versucht, auf krampfhaft immer das jedes Jahr zu machen. Was aber einfach nicht mehr so zieht, weil es einfach nicht mehr das Gleiche ist. Ich finde generell, soll man nicht so viel krampfhaft machen. Was lachst du jetzt, du Arsch? Das aus deinem Mund, ne? Was? Junge. Was? Wobei, du machst es nicht mehr so wie früher, aber du warst ja der König des Krampfhaften. Ja, das stimmt. Das war wirklich, ne? Also da warst du wirklich der König drin. Ja, übertreibe. Boah, Ricky war damals immer so unlustig. Das war wirklich verrückt, weil der so krampfhaft versucht hat, lustig zu sein. Der hat es nicht einfach so aus dem Moment kommen lassen, sondern hat immer versucht, es zu erzwingen mit der Brechstange. Ja, das stimmt. Und es war halt immer überhaupt nicht witzig dadurch. Es war einmal witzig, weil es mit Zufall passiert ist. Und dann hat Ricky sich gedacht, boah, da habe ich einen, ne? Nein, den schlag dich aus bis zum Gehnichtmehr. Das machst du gar nicht mehr. Das finde ich voll gut, Ricky, dass du das nicht mehr machst. Das ist mega stark von deiner Seite. Das hast du auch nicht vergessen. Ich war damals noch sehr jung. Ne? Also als wir kennengelernt haben, da war ich ja auch, boah, ja. 18. Gerade so frisch geworden. So, ne? Man hat keine Ahnung gehabt so von Comedy. Jetzt sind wir natürlich, Komödianten, bekannt. Jetzt ist er in die KJ-Nahlehre gegangen. Ne? Der weiß jetzt, wie man Comedy, wie man Pointen setzt. Ich kann das Comedy revolutionieren. Ich bin Punk. Oh Gott, hab ich nie geguckt. Ich auch nicht. Ja, die wurde immer nur gesagt, ich klinge genauso wie der eine da. Wer? Ich frage mich nicht, welcher das war, weiß ich nicht mehr. Also, aber ich hab mich ja früher auch anders angehört als jetzt. Ja, das stimmt. Muss man ja auch ehrlich sein. Früher, ne? Deswegen, hast du auch mal so gesprochen, da haben wir aber auch alles so gesprochen. Richtig. Da war ich immer so, ja, das hat man hey, halt Leute, so gemacht, ne? Willkommen ja, zu einem neuen Part von Pokémon, meine Lieben. Ja, hey. Ja, genau. So. Sag mal die Let's Play-Stimme, und man merkt, wie sich das geändert hat bei dir. Die alte Let's Play-Stimme? Ja. Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir haben im letzten Part, ich kann es gar nicht mehr so. Also der Anfang war schon so, ja, aber hey, danach... Leute. Hi. Keine Ahnung. Hi. Es war so eine weichere... Ja, was viel weicher früher. Einladendere Stimme wahrscheinlich. Ja, jetzt bist du heutzutage ist es halt so ein... Was will er denn schon wieder? Jetzt muss ich hier schon wieder sitzen, Alter. Wir kriegen wieder dicke Beine, es tut schon wieder weh, alles kotzt mich an, jetzt muss ich mir was aus dem Arsch ziehen für nix und ich nie mal Geld damit. Tut mir ja leid, Wolle. So klinge ich jetzt. So klingt er jetzt.
Ja, aber das ist ja auch, das Publikum ist ja auch älter geworden. Die haben jetzt auch das echte Leben kennengelernt, ne? Die fühlen das jetzt, die verstehen das, warum das so ist. Ja, ja, ja. Ich kann mir auch heutzutage zum Beispiel niemanden mehr angucken, der jetzt zum Beispiel, der so reden würde. Ich finde das krass. Also unmöglich. Ich gucke ja manchmal dann so Videos an und denke, boah, guck mal hier, vielleicht ein interessantes Thema, was mich interessiert, so, ne? Und dann fangen die an, so, hey Leute, willkommen zu einem Video, heute erzähle ich euch nur, ne? Und die anderen Videos, die fangen also an, yo, was geht ab? Yo, Junge, was geht ab? Yeah, woo! Und ich denke, boah, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist halt für Kinder, ne? Da muss ich jetzt nochmal ganz klar sagen, das ist für Kinder. Es ist wirklich für Kinder, ja. Aber das ist ja auch okay. Wenn man als Zielgruppe für sich definiert, Kinder, dann kann man das auch so machen. Ich hasse sowieso immer die Leute, ich hasse Kinder, die sowas haten. Nee, haten tust du nicht, ich guck's nur nicht. Das gab's doch früher super oft. Wenn Leute halt eindeutig Content für Kinder gemacht haben, haben die sich immer darüber aufgeregt und so. Und das ist scheiße, ja, das ist ja auch nicht für dich, das ist für Kinder, Mann. Ja, das ist für Kinder. Das ist so, als wenn du... Boah, keine Ahnung, es gucken ja auch immer alle diese Kinderserien und finden das dann voll geil. Aber wenn man sowas dann sagen würde, ja, ist scheiße, ja, für mich ist das scheiße, klar, aber für Kinder doch nicht. Ist okay. Was gibt's da zu meckern? Eigentlich nicht. Verstehe ich nicht. Nee, und unsere Zielgruppe sind zum Beispiel keine Kinder. Wenn jetzt hier ein 12-Jähriger reinkommt und sagt, das ist homosexuell, was wir hier machen. Hatten wir letztens, ne? Einen 12-Jährigen? Ja, oder glaube ich mit zwei Stück. Nee, ihr seid voll scheiße. Ihr seid voll scheiße, was ihr hier macht. Lol. Und haben sie in jedem Video haben sie einen Kack-Emoji gepostet. Hä, habe ich gar nicht gesehen. Das hast du schon rausgenommen. Habe ich schon lange schon gelöscht. Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht mitbekommen. Wie scheiße. Das waren irgendwie, glaube ich, Leon oder irgendwas hieß der so. Das waren also safe irgendwie so. Die waren nicht älter wie 14. Auf gar keinen Fall. Ja, die lernen es noch, ne? Die werden das echte Leben, die gucken Domtendo und freuen sich, wenn er dann das Pokémännchen nach ihnen benennt. Ja, richtig. Das ist auch gut so, das ist auch richtig so, soll es ja auch sein. Richtig. Das ist der Lauf der Dinge. Und jeder irgendwann macht sein kommen sie Ding dann, irgendwo. Werden sie dann erwachsen und merken, das ist vielleicht doch für Kinder, ne? Das muss ich mal. Und wie war denn dieser Backseat Boys-Kanal, der so scheiße war? Hol mal rein. Und dann merken die, oh, die haben auch Depressionen, ja, stark. Die haben rein. Auch, ja, ich glaube ich nicht. Ich glaube, du hast auch keine Depression. Ich schon. Ja, aber dir ist ja was anderes. Du hast ja auch die Depression hart erkämpft, muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe alles dafür getan. Du hast alles dafür getan, dass du die Depression kriegst. Auf jeden Fall. Das ist so. Leute, wir machen darüber auch nur Spaß. Das ist ein ernstes Thema und das wissen wir alle, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Spaß drüber machen, ne? Ja, also ich bin auch der Meinung, wenn man das selber hat, und ich denke, die meisten werden das auch dann so sehen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit darüber rumheulen, dass ich Depressionen habe, ne? Richtig. Ich meine, ich heule ja auch nicht den ganzen Tag darüber rum, dass ich Morbus Crohn habe. Ich versuche das dann ja irgendwie ins Witzige zu ziehen. Nach Möglichkeit. Es nervt mich zwar übelst ab, alles. Aber, ja, mein Gott, ne? Mach's Beste draus, dann nutze es, um irgendwie lustig, in Klammern zu sein. Lustig, tralalala. Bald ist Wollos Stuhlgangzeit. Ich habe heute schon 7-mal geschissen oder so. 7-mal schon? Ja, easy. In der Nacht 4-mal. Oh, ich kann auch nicht mehr. Oh, fix und fertig. Fix und fertig vom Kacken. Ja, man ist fix und fertig irgendwann. Nee, ich werde nachts wach und dann schreie ich so. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe. Ja. Ich schreie meinen Körper schon an. Und Maeve ist auch schon da. Guck mal hier. Hallo Maeve. Maeve! Warum hast du mich? Jetzt kämpfen wir gegen ihn. Ja, versuche mal den Arsch, den mach ich. Lieben Jungen. Naja, aber wenn es andere Leute witzig finden, ist doch gut. Ja, und wie gesagt, man muss auch manchmal... Solange es euch unterhält, ist doch gut. Muss über alles Witze machen können heutzutage. So sehe ich das. Und ich finde halt auch wichtig, dass es, dass finde ich, beide genau gleich sind. Ja. Das so für die Dynamik ist das auch ganz wichtig, tatsächlich. Naja, wenn ich manchmal so in die Kommentare gucke, wünschen sie sich noch einen anderen depressiven Mann lieber hierher. Ja, das ist Gewohnheit, ne? Ja, ist wirklich gut. Aber warum habe ich nicht gewechselt, ich Idiot? So viele Kommentare kommen doch davon gar nicht. Oh, ich habe die einfach alle gelöscht. Ach so, gut. Weil ich gucke andauernd, ob neue Kommentare sind, Digga. Ich bin in einer Tour am Gucken. Ja, guck doch mal jetzt in den letzten Pokémon-Part, was da so steht. Ich gehe mal auf Kommentare. Alter, guck mal, vor 21 Minuten, pass auf. Ja. Das ist jetzt fast so, als wäre das geplant. Eure Dynamik ist einfach geil, Punkt. Einfach, weil ihr seid, wie ihr seid. War super, Daumen nach oben ist am Start. Backseat Boys auf die 1. Backseat Boys zusammen auf die 1. Zusammen mit Energy natürlich zusammen. Nice.
freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Dass die Leute hier finde ich definitiv auch gut. Ich finde Conne gut. Darfst du nicht so viel hinterfragen wollen, sonst drehst du irgendwann durch. Es ist zu spät, Digga. Es ist zu spät, Bruder. Viel zu spät. Zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät. Wie sieht das so nochmal? Zu spät, zu spät, zu spät. Dann ist es zu spät. Oh, scheiße. Oh, ich. Ja, ist auch egal. Ich weiß aber, welchen Song du meinst. Naja, das habe ich erkannt. Das ist ja egal. Leute, Kommentare. Euer. Ja, wir brauchen auch mal den Song ganz kurz. Ja, gibt's noch mehr schöne Kommentare, Wolle? Nee. Ja, bestimmt. Es klingt vielleicht komisch, aber es tut eigentlich gut, seine Komfortzone zu verlassen. Fly Guy Greenie, der Bruder. Dankeschön. Es klingt vielleicht komisch, aber es tut unglaublich gut, seine Komfortzone zu verlassen und neue Erfahrungen zu sammeln. Die anfängliche Überwindung ist manchmal echt nicht leicht, aber es lohnt sich. Der Spaß kommt meistens erstmal dabei. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist ja nicht mal ein Problem. Das ist ja tatsächlich nicht mal ein Problem, ne? Ja. Nee, ist es ja wirklich nicht, eigentlich. Ja, ich will jetzt auch nicht die Kommentare so groß durchgehen, so auf spontan. Das ist nämlich nicht so einfach. Mhm. Ja, aber wir freuen uns. Aber es ist wirklich sehr, sehr positiv auch. Das gefällt mir sehr. Jeder Kommentar hilft, Leute. Also das heißt, ich bin Algorithmus, das ist sehr gut, wenn ihr liked und Kommentar da lasst. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen möchtet und keine Kohle habt, was ja auch vollkommen okay ist, deswegen vielleicht in den Streams nicht unbedingt donated oder sowas. Das Beste, wie uns hier helfen könnte, ist, schaut die Videos, schaut sie bis zum Ende und lasst einen Daumen nach oben da, sowie einen wunderschönen Kommentar. Das hilft uns sehr, um einfach in den Algorithmus gespült zu werden. Und denkt immer dran, Leute, ihr könnt entweder Donator oder Hater sein. Ja? Genau. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Ja, ich weiß nicht, wie es geht, aber... Doch. Jeder, der mir nicht donatet pro Stream, ist ein Hater, ganz klar. Selbst die Top-Donator, wenn die an dem Tag nicht donatet haben, dann frage ich mich, was hast du heute für mich getan, Bruder? Nichts. Na, immer nur Spaß, aber das wissen auch eigentlich alle. Ja. Jetzt auch für die Neuen, weil sowas mache ich auch immer. Wir machen Spaß. Immer so einen Spaß. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind ja auch, wir sind ja hier trotzdem, auch wenn es hier quasi ein, wir sagen immer, wir sind real, es ist hier trotzdem immer noch eine einigermaßen eine Rolle. Follow you. Nee, ja. Ja, doch schon. Wir machen halt mehr Witze über Sachen, über die wir sonst vielleicht einfach gar keine Witze machen würden. Das Problem ist nur, ich habe diese Rolle schon für mein privates Leben auch übernommen. Oh nein. Du nicht? Nee, geht. Bist du im privaten Leben nicht Rigimania? Doch, auch, aber ich versuche nicht so aus allen. Ich bin ja eigentlich, und das weißt du selber auch, ich bin ja eigentlich sehr, nicht einfühlsam, aber ich habe für vieles Verständnis und so, weißt du? Und dann würde ich über Sachen weniger Witze machen, wie zum Beispiel jetzt hier im Part oder so. Ja, okay, ja, klar. So, ja, das meine ich so, weißt das du? Das auch, ja. Ja, das ist ja logisch. Ja, genau. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich zwischen mir privat und hier eigentlich keinen großen Unterschied. Würde ich auch nicht sagen. Das ist so. Ich bin maximal ein bisschen ruhiger, ne, ja, weil ja, ich nicht gezwungen bin zu reden. Das bin ich auch, ja. Ne. Ich werde auch gleich hier schön nach, hier werde ich mir, weil ich ist ja schon alles fertig für heute, beide Kanäle, meiner und der, unser Kanal, werde ich gleich schön in mich, unten runterbegeben. Ich habe noch einen Burger von gestern liegen, der wird mir da schön reingewämst. Ich habe einen Fehler begangen, bin ich mir ziemlich sicher. Vorhin einkaufen, ne? Ja. Und habe ich mir gedacht, mein Gott, du kannst nicht immer so großartig was essen. Ich habe jetzt einfach für heute, ne? Ich habe für heute insgesamt 4 Brötchen, 2 davon habe ich schon gegessen. Ja. Und dann habe ich noch eine Spaghetteria und Buttergemüse. Das wird ein richtig trauriger Tag heute. Ja. Das wird mir nicht gefallen. Aber ich hatte Glück. Ich hatte richtig Glück. Es hat geklingelt. Ne? Ja. Und ich war erstmal so, oh Gott, Schockstarre. Warum klingelt das jetzt? Ich habe nichts bestellt. Ich habe doch nichts bestellt. Ja, erzähl mir das. Wir sind schon drüber, aber erzähl. Oh, ja. Du hast nichts bestellt. Und dann kam tatsächlich ein Paket, wurde mir übergeben, von der lieben Shiny Dreaming. Ehre und Dankeschön an dieser Stelle geht raus. Denn die hat mir ein Paket mit 5 Dosen geilen Mountain Dew geschickt. Das gibt's halt hier nirgendwo. Mountain Ehre. Dew? Ehrenfrau. Ja, nee. Mountain Dew. Kennst du das nicht? Ja. So geil. Trink's gerade. Ich find's geil. Ich liebe das. Mögt ihr auch Mountain Dew? Schreibt's in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon. Haut rein. Ciao.